So, hallo und herzlich willkommen zurück beim Ausdauerlauf-Simulator 2019. Oh je, ich weiß genau, wo ich beim letzten Mal aufgehört habe. Ich weiß es doch genau. Cool, das Spiel sagt mir nicht mal, welche Richtung ich muss. Voll geil. Na gut, ich nehme mal den Weg, wo ich am leichtesten durchkomme. Vermeintlich am leichtesten durchkomme. Okay, das sah gut aus. Die lasse ich einfach mal stehen. Eigentlich will ich nur zum Missionsziel, was mir die Karte gerade vorschreibt. Obwohl, die könnte ich doch noch kurz mitnehmen, oder? Prebi, bitte. Ja, kommt schon. Ihr Eulen, ich weiß doch, ihr wollt von mir ein Prebi geholt werden. Macht nicht diesen. Komm, Bruder, dreh dich um. Ich weiß, dass du schnell. Oh, was? Bruder, komm schon. Du bist doch auch schnell sterben, oder? So. Im Prebi sind die ja noch relativ annehmbar. Ich denke, dass ich auch nach der Aufnahmesession dann auch mal ein bisschen offscreen leveln werde. Ich muss ja nicht die ganzen 1000 Stunden, die ich hier mit Farm verbringen werde, komplett auf YouTube hochladen. Insofern es jetzt so kommt. So, da hinten schwört schon wieder einer. Bloß gut, damit ich auch ja nicht fertig werde. Damit die Gegner auch ja nicht weniger werden. Sind immer noch konstant drei. Da kommt schon der nächste aufs Feld. Nix da. Und die Viecher fangen sogar an, richtig Schaden zu machen. Cool. So, RIP. Und noch ein Rang da, okay. Ja, gut, soll trotzdem konstant 3000 EP geben. Hoffe ich. Ja, ich will absolut ready sein für den nächsten Fight. Nicht. Aber trotzdem. Hier, komm. Lass was richtig Gutes drin sein. Mit Trillreif. Ja, gut, keine Ahnung, wie gut der jetzt ist. Ich tue es mal als brauchbar ein. Oh, cool. Beide Wege waren richtig. Das beruhigt mich. Lasst mich bitte einfach ziehen. Ich flehe euch an, oh Mistviecher. Okay. Okay. I got this. Guckt euch mal an, was das für ein riesen Weg ist, den ich bis zur Architektstadt zurücklegen muss. Hätte ich es mal lieber gelassen. Und ich weiß nicht mal, ob die Richtung jetzt überhaupt noch stimmt. Ein Anführer. Nee, danke. Der Stein blockt mich. Ach, Mann, Snow. Was kannst du? Das macht doch echt aggressiv. Die Viecher werden mich gleich übel auslachen. Das sehe ich schon kommen. Ja, der Anführer würde gleich richtig schön hochbuffen. Und dann sehe ich alt aus. Darauf habe ich auch mal übelst keinen Bock. Naja, gut, noch geht's schadenstechnisch. Der Anführer hat noch nicht angegriffen. Das nervige Anführer ist eben, dass sobald die mit Buffen fertig sind, die auch übertrieben Schaden austeilen. Ich hoffe nicht, dass es dazu kommt. Obwohl die vier doch noch relativ angenehm sind. Mal gucken, was der Große so treibt. Kommt auch gar nicht mal so mächtig. Vielleicht sind ja tatsächlich Farmpotenzial. Sind noch nicht auf Level der Eulen, aber trotzdem. Ein solider Anfang. Gut, das mich freut sich jetzt noch ein bisschen, dass ich mich boxen darf, aber ansonsten. Okay, der Kampf war gar nicht so anstrengend, wie ich es gedacht hätte. Für 2000 ist das schon machbar. So, ich bin ja gespannt, was mich jetzt im nächsten Gebiet erwartet. Wo es mich da genau hinführt. Ich habe keine Ahnung. Ich habe Puls gar nicht ist so groß in Erinnerung. Sind das die Patra-Ruinen? Ich glaube schon. Das dürfen die Patra-Ruinen sein. Und Gott sei Dank war da auch ein Teleporter. Das macht's einfacher.
When we were young, we were always taught that someday we'd be attacked by the demons of Cocoon. And look at us now, waltzing back into Erba with the very people we were chosen to take up arms against. Yeah, back then we never would have helped you guys. Oh. Well, right. Back then is when you got your first focus, so... Right. We already talked a bit about that, huh? A little bit. Must have been centuries ago now, when me and Fang joined the battle against Cocoon. During the fight, I became Ragnarok and cracked Cocoon's shell. That must have been hard on you going through that. The memories, they're all pretty fuzzy. Cocoon's version of the War of Transgression must have been built up around what you two did. I didn't do anything. I just got turned to crystal, and I can't even remember why that happened. Don't even have the memories to show for it. It's all my fault. So many people died because of me. It's over. Those souls can rest. Die Seelen der Toten können nun ruhen. Naja, wenn die wüssten, dass der zweite Ragnarok eigentlich theoretisch schon vor der Tür steht. Ich wäre als Tode noch ziemlich unruhig. So, das müsste theoretisch ja auch dann Nummer 6 sein. Bitte, 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 bitte. Okay, Munchkin Diva. Kriegen wir hin. Hoffe ich. Okay. Warum auch immer. Das hier unten. Achso, das sind alles Thief, okay. Wo ist die Munchkin Diva? Achso, hinter mir. Die habe ich gerade schon mal besiegt. Cool Story, Bro. Nochmal einen ganzen Weg zurücklatschen. Und ich schwöre, ich bin so froh, dass mir das Spiel den zweiten Teleporter gegeben hat. Das heißt, dass meine Reise hier zumindest schon mal ein Ende hat. Sind das schon die? Ich könnte, aber ich will nicht. Brauche ich nur noch einen Teleporter direkt in die Alchitee-Steppe und alles wäre in Ordnung. Ich glaube, ich bin auf dem richtigen Weg. Ach so, klar. Schon voll der Orientierungsverlust. Ja, komm, ich die kurz mitnehmen, tut es nicht weh. Solange da kein Boss dabei ist, der ihn hochbuffen kann. Ist ja auch alles KP. Und vielleicht brauche ich ja gleich noch. Jo. Die Boxer. Ja, guck mal. Die Kills fallen auch relativ schnell. Von daher ist es schon in Ordnung, so wie es ist. Kann man machen. Kann man machen. Die sind eigentlich noch einfach zu farmen als die Eulen. Aber ich glaube, die bringen nicht ganz so viel KP. Und wenn ich erstmal auch gut gelevelt bin, sollten die Eulen auch kein Problem mehr sein. Von wegen Beschwören hier, zusammenrufen da. Jo, also Munchkins sind doch relativ easy. Was geht? Ja, gut, 1600. Ist jetzt nicht so die Übermenge, aber kann man machen. So, sobald ich da durch bin mit der Diva, werde ich schon mal kurz nach rechts gehen müssen. Nach Items checken. So, wie viele haben wir denn hier? 1, 2, 3, 4 und eine Diva. Ich mache einfach mal diesen. Damit ich erstmal schneller durch das ganze Gedöns da durchkomme. Oh, aber die Diva sieht irgendwie anders aus. Kommt das nur so vor. Oh, ich habe sogar Hass. Das heißt, ich müsste hier übelst eskalieren. Ja, da hat sich der Vitalisator mal gelohnt. Alter. So.
Und wie ich die zerstöre. Krass. Die machen ja gar nichts, die Viecher. Ja gut, der Goblin-Schlag ist schon... Ja, schmerzhaft, aber trotzdem. Ha, der Kampf ist in 0, nichts vorbei. Finde ich gut. Ob mir der Questmarker auf der Karte, wo ich denke, das nächste Ziel markiert hat. Weil nochmal Block auf rumlaufen habe ich eigentlich nicht, um ehrlich zu sein. Ich bin froh, den Teleporter jetzt zu haben. Der mich auch relativ nah ranbringt, wo ich hin will. Ein Donnerkeilring, okay. Danke dafür, Spiel. Oh, ich kann so halt nochmal leveln. So, Brecher, was geht? Magie plus 14, naja. Okay, TP 100, kann man machen. Oh, ruhiger. Nice. Nochmal 18 Angriffskraft. Sehr schön. Ja, Angriffskraft. TP. Und der hört so schon wieder auf. Ja, gut. War jetzt solide. Hauptsache, Lady wird immer mehr mit Angriff vollgepumpt. Sie braucht das. Unbedingt. So, nochmal die vier Kumpels von eben. Ich hätte lieber gleich eine Munchkin lieber dabei. Weil viel aushalten tut ihr ja nicht. Der hätte sich gleich angeboten. Was geht's hier ab? Achso. Jo, Item gibt's ja keins. Ach, was soll's. Why not? Für die Erinnerung an dieses Drecksgebiet, dass ich ja nie wieder hin zurückkehren möchte. Außer wenn ich unbedingt muss, aber. Ich möchte es nicht nochmal. So, Lightning, volle Eskalation. Ich kann mich erinnern, mit Feuer hier damals übelst rasiert zu haben. Auch wenn die wohl Feuer konnte. Ich bin mir unschlüssig. Ja, mittlerweile kriege ich so einen Kampf hier, wo auch ganz gut ohne Heilen über die Bühne, hä? Da hat das ganze Level ja doch gelohnt am Ende des Tages. Jo, Leitner muss noch ein ATB draufhauen. Ah, ne, ist jetzt nicht geheilt. Cool. Woher kommt denn immer da drüben der Schockzustand? Das habe ich jetzt schon öfters gesehen und mich gewundert, warum manchmal das zweite Monster ohne Angriff immer noch schon im Schock war. Am Flächenzauber kann sich liegen, weil der Schock zu schnell runtergeht. Abflug, Mistvieh. Jo, auch für solide 2200. Geht schon klar. Wohin möchte mich denn jetzt der Quest-File führen? Dort runter. Warum denn dort runter? Will ich dort überhaupt hin? Jetzt bin ich aber auch schon so nah dran. Ja, was soll denn dort sein? Das Ding? Soll ich noch meinen ganzen Weg jetzt zurücklaufen? Da drüben ist aber auch so ein Teil aktiv. Ich nehme das, was ich sehen kann. Das Ding da oben. Wenn es der siebte Missionspunkt ist, wissen wir, dass es richtig ist. Oder zumindest irgendein Missionspunkt. Weil eigentlich würde ich lieber zusehen, meine KP weiter hoch zu grinden. Aber gegen der Kunden ist ja auch wichtig, ne? Die Teleportstatuen. Die sind schon nicht sehr unwichtig. So, hier, die nehme ich doch gerne mit. Höherer Damage Output, gib ihm. Das sind auch mal angenehme Gegner, so. Keine scheiß Puddingen, die mir auf den Sack gehen mit ewigen Resistenzen. Keine Beschwörer-Missviecher. Das sind noch ehrliche Gegner hier auf Puls. Gut, die sind zwar mit ihrem Unterbrecher-Boxen hier auch echt nervig, aber. Das sind Gegner, auf die man sich verlassen kann. Dass die einen auf den Sack gehen, ohne einen auf den Sack zu gehen, so. Ne? Ihr wisst schon. Ja, geil. Also gegen die Munchkin-Diva und drei Untertanen trete ich gerne an. Man kann Aufträge ja auch wiederholen, also vielleicht greife ich darauf ja auch mal zurück.
wenn ich ganz viel Langeweile habe. Ja gut, so weit gehe ich jetzt vielleicht nicht, aber trotzdem. Munchkin Diva, du bist solide. Einer der vielen Gegner auf Puls, dem man noch vertrauen kann. Oh, aber nie ist was dort. Naja, egal. Ja, 4 Sterne, passt schon. So, da bin ich dann mal gespannt, was mich da hinten noch für eine Mission erwartet. Ich glaube, gegen die Thieves anzutreten hat auch nicht so den Riesensinn. Weil ich glaube, dass sie sowieso stärker sind als ich. Ah, es gibt nette Items. Unmöglicherweise. Tja, vielleicht gibt es ja wirklich was. Oder? Ja. Alter, komm runter. Dankeschön. Mal gucken, was sie so können. Wenn nämlich völlig dominieren, weil ich das mich verpissen sollte. Nee, ich glaube, Nelapsi sollte mich nicht umbringen. Nee, sind zwar. Okay, lass ich auch leicht schocken, aber trotzdem. Mal gucken, was die so mitmachen. Hat er gerade seinen Schuss verfehlt? Lightning. Nee, das ist noch Schläge, die verfehlen. But why? Okay, gut, ich glaube, ich muss gar nicht mehr so viel heilen. Okay, vielleicht muss es doch. Ja, und den einen kann ich es doch so wegdominieren. Ohne großes Quatsche. Geil, also. Da weicht einfach aus. Das ist cool. Das wirkt doch sehr balanced. Ja, dass sie kann einfach random irgendwem ausweichen. Naja, Lightning macht trotzdem einen Sack zu. 3 Sterne, 1800. 1800. Was? Ne, hier, komm. Egal. Item. Da wird bestimmt was richtig Gutes sein. Oh, Rose spart. Okay. Kann man schon mal akzeptieren. Okay, hier oben sieht schon ein bisschen ekelhafter aus. Eigentlich will ich ja nur zu dem Thief-Stein durchkommen. Dann wäre ich ja schon absolut glücklich. Ah, hier. Bruder, was geht ab? Welche Nummer bist du? 7. Bituitus der Plünderer. Die Simar von den Versiegen verflucht und voller Hass auf alles Leben. Sind die stärksten und grausamsten aller Thief. Bituitus wird von einer von ihnen genannt. Soll ich hier sein? Okay. Bituitus. Jo, muss er jetzt extra spawnen? Offenbar schon. Jo, der ist nur für mich gespawnt. Und auf einmal ist hier Totenstille. Puh. Tja, da holt man mal schnell die Items hier, ne? Wenn man schon mal die Gelegenheit hat. Oh, noch ein Windheißtuch. Dankeschön, Spiel. Okay. Hier ist halt noch eins. Jetzt muss ich mir das alles nicht erkämpfen. Danke, Mann. Bituitus, du bist jetzt schon der Beste. Ob ich auch besiegen kann, ist die andere Frage, aber. Erstmal, stabiler Typ. Jo, gut, ich denke, ich hab alles. Ja, wo ist er denn jetzt? Ah, genau vor mir. Er wartet sozusagen schon. Ja, ich werde noch mal kurz gucken, ob im Kristallium noch was geht. Okay, Angriffskraft plus 18. Man nimmt's gern. Magie, aha, ja. Und schau mal wieder ein bisschen Magie. Danach kommt zweimal Angriff. Weil sie auch so angriffsversiert ist, die Benil. Naja, passt schon. Okay, Bruder. Bring it.
Oh je. Naja, mal gucken. Das sieht schon so boss-like aus. Also. Naja. Gut. Mal gucken, was er so kann. Erstmal hoch. Geil. Nicht. Okay, super. Da kann ich direkt. Ich kann es in dem Format bleiben. Oh, geil. Auch meine Angriffe kommen auch wieder regelmäßig nicht durch. Das macht Spaß. Aber so an sich nimmt er jetzt auch nicht unwenig Schaden. Mal gucken. Nö, sieht an sich ganz gut aus. Ich würde es ganz geil finden, wenn der Venir noch mal ein bisschen mehr heilen würde. So, das wäre mal eine Maßnahme. Aber die musste um alles hier scheiß Medik heraushauen. Na los, Venir. Ach, sie heilt erstmal schön selbst mit Vitra. Anstatt Snow. Ja, gut, ich meine, sie hat auch die meisten TW. Ist schon ganz richtig. Aber nur um mal kurz sicher zu gehen. Okay, gut genug. Gut genug. Hat mich schon wieder. Oh oh. Wird der Blitz gegen jedes Mal stärker? War das nicht so? Diese Viecher hatten jedes Mal einen Angriff drauf, der jedes Mal stärker wurde beim Benutzen. Kann sein, dass sogar der Blitzhauch war. Geil, mir auch schön mit Gift auf den Sack gehen die ganze Zeit. Okay, weiter geht's. Kurz getankt, muss reichen. Das Vieh frisst, aber dafür frisst es auch echt gut. Also dafür, dass ich ja konstant 3K mache. Mit meinen Angriffen bei Lightning. Ist das schon... Was? Zweimal Blitzregen? Warum? Oh, egal. Ist schon in Ordnung so. Hauptsache, der Schock geht jetzt nicht runter. Das wäre fatal. Oh, geil. Noch ein Blitzregen. Und direkt noch erstmal auch hinterher. Oh, was. Lightning. Du musst heilen. Okay, Verteidiger, Heiler, Heiler ist doch echt eine verflucht nochmal solide Formation. Kann man machen. Nicht Glück, dann habe ich den Kampf sogar irgendwann mal gewonnen. Au. Oh. Ja, ich wusste es. So von Mal zu Mal stärker. Boah. Los, aufstehen. Mein Team könnte noch mal ein bisschen mehr heilen. Kommt schon, Leute. Die ganzen Sachzeit. Fuck, was dauert das so lange? Ja, ich muss kurz den hier machen, sonst ist der Schock gleich weg. Ich hab ihn doch schon fast am Arsch. Das letzte Viertel. Boah, direkt nochmal. Und direkt nochmal. Warum? Warum? Venir kriegt es wohl nicht geschissen. Da mal kurz zu heilen. Venir, komm schon. Wo ist der Engel? Venir macht keinen Engel. Ich kann es mir nicht erklären, aber... Gut, das ist jetzt einfach mal so. Da kommt gleich der nächste Blitzregen runter. Und direkt noch einer.
Und direkt noch einer. Geil, jetzt hat es ja nicht geschafft. Ja, not yet, Alter. Was ist denn das? Ein unfaires Mystery. Ich hab's doch gewusst, dass es von Mal zu Mal schlimmer wird. Bastardvieh. Ich würde gerade noch Subsidien einsetzen. Naja, egal. Versuchen wir es nochmal. Okay, ich versuche diesmal. Ja, ein bisschen offensiver zu gehen. Fängt das schon mal super an. Könnte gar nicht besser laufen. Sinnlos. So, es wird doch endlich schon reichen, oder? Ja, sieht. Was das Ziel selber macht, so einen krassen Schaden? Dagegen zu heilen ist schon fast ein bisschen Witz. Vielleicht fehlt es ja wirklich am Buffs und ich brauche wirklich jetzt mal wieder Assassin Team. Assassin Hope. Mit denen könnte ich es immer noch versuchen. Aber die ganzen Debuffs machen mir das auch echt unnötig schwer. Oh Gott. Ja, es wird mir nie noch gleich wieder dauerhaft versuchen zu heilen, ohne noch Engel zu machen. Es ist mir auch unverständlich, was die KI sich dabei denkt. Ja, die Zeit, die ewig rum, freut sich dabei noch einen ab. Also wenn der Schock ist zurückgesetzt ist, kann ich aufhören. Ich hasse es, die KI heilen zu lassen. Ich hasse es. Man kann gar nicht so schnell switchen, wie der Angriff kommt. Was für eine Scheiße. Ja, auf zwei Leuten einfach Stopp. Muss so. Nerviges Mistvieh. Also wenn ich das Vieh besiegt habe, weiß ich auf jeden Fall, dass ich erstmal so meine Grenze an Gegnern, wie ich sie besiegen kann. Das ist dann klar. Also ohne weiteres Grinden geht da nichts. Was denn? Kein scheiß Blitzring. Tja, wenn das so ist. Oh wow, wenn die Zauberer zwar weniger. Okay, wenn ich rechtzeitig wechseln kann, ist eigentlich auch alles. Paletti. Naja, erstmal gibt's. Fucking Stopp. Ich könnte auch theoretisch mal einen Esper versuchen. Das würde schon auch funktionieren. So, gegen mehr. Boah, die Kamera macht mich auch besoffen. Okay, ne, jetzt nehmen wir erstmal hoch. Dass kein Blitzregen kommt. Ah, da war er ja doch. Tut aber gar nicht mal so weh, wenn man vorher schon den Verteidiger wechseln kann. Oh, geil, wenn hier. Stopp. Bockt echt nicht, aber egal, es geht weiter. Krieg das wieder nie klein. Soweit sieht's aber echt noch solider aus. Wenn das finde ich gerade dreimal einen Blitzring spammt, ist das echt noch cool. Ja, vorsichtshalber. Als ob ich es gesehen hätte. Ja, direkt nochmal. Weil muss. Ja, direkt nochmal, weil muss.
Und direkt die Scheiße auch noch hinterher. Naja, komm. Irgendwann muss ich da angreifen. Außen halt das Vieh auch fast. So, wenn ich wieder 50 mal Blitzhau kommt. Ich versuche mal was ganz Unorthodoxes. So. Los, kill es, kill es, kill es, kill es, kill es. Oh. Noch ein Blitzregen, wäre ich tot gewesen. 5 Minuten Kampfzeit. Dankeschön. Nie wieder. Puh. Sanktum Werkstofflabor. Ernsthaft? Das war ein optionaler Shop, den wir gerade bekommen haben. Ja, komm nie wieder. Ach, das Vieh schaltet jetzt neue Steine frei. Oder doch nicht? Was zum Teufel ist das jetzt? Okay. Coole Story, Bro. Vielleicht kriegt die Statue auch mal eine Erklärung dazu. Was das zum Teufel gerade war.